Warnung! Dies Spiel ist von humorvoller Natur und versucht nicht, jemanden zu beleidigen. Alle Charaktere und Ereignisse im Spiel sind fiktiv, auch wenn sie es nicht sind. Es könnten Schimpfwörter und Gewaltszenen im Spiel auftauchen. Zumindest hoffen wir das. Ja, und damit herzlich willkommen bei Breath Edge. Ich habe wieder ein kleines reingeschaut nach all dem eiskalten Wind in Kanada. Ich würde mal sagen, ich klicke mal hier drauf. Oh, okay. Noch ein paar Tage nicht rasieren und so. Dann sehe ich genauso aus. Passt. Aussehen, check, passt. Ja, ich würde sagen, wir machen da gar kein langes Schnacken. Ich glaube, die Entwickler heißen Hype Train, bla bla bla. Und wir lassen uns mal überraschen. Ihr Betonschwalbe hier, hat schon mal reingeguckt. Wir löschen das. Halt, Genosse! Nach dem Löschen dieser Dateien gehen alle Dateien unwiederbringlich verloren. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Löschen. Okay, wir machen Standard. Der beste Spielmodus ist ein Moderator. Oder nehmen wir Geschichte? Schwerpunkt auf Handlung, unendlich Parameter, Tod. Was? Trotzdem. Achso, Tod. Unendlich Parameter, Tod trotzdem möglich. Keine Errungenschaften. Unmöglich. Dauerhafter Tod, keine Hinweise. Es hat keinen Sinn, deine Zeit damit zu verschwenden. Frei. Keine Einschränkung oder Tod. Alles verfügbar. Keine Handlung. Und Errungenschaften. Okay, dann nehmen wir den besten Spielmodus, den Moderaten. Und natürlich überspringen wir das Intro nicht und spielen. Red Rain Softworks presents toller Vorspann und direkt zu Beginn des Spiels. Von den Machern von Matrix gab es in letzter Zeit nichts Neues. 22 Auszeichnungen haben andere Spiele erhalten. Die Suche nach der Schriftart hat die halbe Entwicklungszeit in Anspruch genommen. Direktor wird hier überhaupt nicht benötigt. Das Team von Red Runes Softworks ist kategorisch gegen das Rauchen, das in Zeitungen und anderen Krankheiten für laute Schlagzeilen sorgt. Okay. Und deshalb empfehlen wir dir, diese gefährliche Zigarette in der Kralle des Roboters durch etwas Nützliches zu ersetzen. Juhu, Zensur! Nö, lass ihn mal rauchen. Achso. Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. Oh! Hey! You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm? Setzen Sie einen trotzigen Blick auf und spucken dem Stück Eisen ins Gesicht. Au! You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Spucken war eine lausige Idee. Da sind wir uns einig. Du erzählst besser zuerst deine Geschichte. Du kannst einen trotzigen Blick dabei aufsetzen. Spucken. Au! You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Au! Ah! Jetzt die Beule aber wirklich groß geworden. You tell us all from the beginning or violence. BDSM fängt noch. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Okay, ich werde es euch erzählen. Jahr 2073. Irgendwo am Rande des Universums.
interstellares Linienschiff umbenannt. Hier könnte Ihr Name stehen. Grünes Universum, Brokkoli-Angriff. Was? Okay. Ein Stück Wahrheit. Hoppala. Opa! Opa! Ups. Kapitel 1, verloren im Weltraum. You lie to me. Logo was impossible. Did not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Confirm. Ich will spucken. Ich will spucken. Setze deine definitiv ungeschönte Geschichte fort. Grünes Universum, Brokkoli, Angriff, was? Hoppala. Breathage. Die Enzyklopädie im Spiel kann den Standort nützliche Ressourcen und deren Zweck aufzeigen. Und vielleicht auch nicht aufzeigen. Okay. Soll ich aussteigen und schieben? Ah! Oh, da klebt irgendwas an meinem Helm. Hallo! Greetings. I'm your funerary spacesuit built-in guide to the world of space. Kommunikation bestätigen, Sie den Aufprall empfangen haben. Ja. Okay, stoppe das Sauerstoffleck. Neue Aufgabe. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, die Maus ist falsch rum. Das werden wir gleich irgendwie machen. So, Gasleck. Wie können wir das denn stopfen? Das ist aber jetzt nicht gut. Das ist jetzt aber nicht gut. Das ist aber jetzt nicht so toll. Wo ist denn der Kaugummi? Da. Das ist der Kaugummi. Warte mal, warte mal, warte mal. Gut. Ich hab den Kaugummi, ich hab den Kaugummi. Das Arnon. Arnon! nehmen. Stopfen. Nein! Warte mal, warte mal, warte mal. Nehmen. Inventar. Benutzen. Achso, den haben wir jetzt auf der 1. Okay. Stopfen. You deserve some words of encouragement. That's Errungenschaft freigeschaltet, der Rückkehrer. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. Denken Sie daran, Sie bestellen Sie zu nicht für langfristigen Gebrauch Personen oder Tieren im Weltraum. Einstellungen, Spiel, Steuerung, Steuerung, Standard übernehmen, zurück, Steuerung. Controller deaktiviert. Inversion aktivieren. Deaktivieren. Okay. Übernehmen. Ja, und zurück. So fühle ich mich schon wohler. Was? Wie? OMS extrahieren und damit nochmal herzlich willkommen bei Breathage. Okay. Was? Nee, da möchte ich jetzt nicht raus. Möchte ich da raus? Ich glaube nicht. Besichtigung. Heckscheibe benötigt. Okay. Besichtigung. Heckscheibe benötigt. Oh, hier kommen wir irgendwo rein. Holla, die Waldfee. Untersuchen. Kalender September. Ein typischer Kalender mit Mädchen. Miss September. Opa liebte und sammelte solche Dinge akribisch. Ich erinnere mich, dass Miss Dezember aus Großvaters Sammlung in meiner Kindheit einen modisch bemalten Schnurrbart bekam und mein Arsch nach diesem Vorfall einige Schläge von Großvaters Gürtel. Drehen, gehen, nehmen.
Nimmer. Nehmen wir mit. Okay. Finde die Sprechanlage oder werde depressiv. Ja, also das ist... Ach, guck mal, wie hier haben wir Schwerkraft. Gute Musik. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Kadaver. Nehmen Stoff. Wenn ihr eine Blaupause eines Gegenstands entdeckt, wird sie automatisch in dem Speicher des Programms ihre Küche hinzugefügt. Was, in der Küche? Küche? Wir haben das... Was? Warte mal, lass erstmal gucken. Errungenschaften haben wir freigeschalten. Der Rückkehr, wir haben doch auch BDSM. Auch BDSM freigeschaltet. Essen, Wasser, Ausrüstung. Ausrüstung? Haben wir nichts? Achso. Essen, Wasser, haben wir nichts. Ausrüstung, Werkzeuge. Heckenschere. Eine Schere am Stock. Okay. So dumm und doch so fantastisch. Du musst dieses Ding bauen. Sie dient dazu, alles zu schneiden, was geschnitten werden kann. Wie zum Beispiel Kissen an Wänden oder Gummiplatten. All das könnte mit einem einfachen Messer geschnitten werden. Aber das wäre langweilig. Kann nicht gefunden werden. Aha. Erhalten wir. Okay, Ressourcen. Stoffrolle. Die besten Lumpen sorgfältig zusammengenäht, mit Flüssiggummi beschichtet, bilden eine Rolle aus wunderschönem Stoff. Zuverlässig, elastisch, luftdicht und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Ist es fast wie ein Kondom, aber dicker und wiederverwendbar. Okay. Wir haben eine Stoffrolle, wir haben Stoff, Verbundmaterial, das sich zum Nähen von lebenswichtigen Dingen wie Sauerstoff, Stationen oder wärmenden Höschen eignet. Befindet sich auf den Dämmplatten, die an Innenwänden der Module oder zwischen der Bettwäsche in der Nähe des Shuttles hängen. Okay, Schere, wir haben eine Schere. Scheren sind im Raumschiff üblich, denn Raumanzüge neigen dazu zu reißen und müssen repariert werden. Du kannst nicht mit zerrissenen Hosen ins All hinausgehen, also musst du sie flicken. Scheren sollten die Shuttle oder in Frachtcontainern herumhängen. Vielleicht haben sie jemanden durchbohrt, wer weiß. Okay, das ist schon sehr nett. Objekte, Container, Stationen, Fahrzeuge. Alles klar, was haben wir hier? Das sind wir. Das waren unsere Errungenschaften und hier haben wir... HVZ? Nee, heute mal kein Long Dark, heute mal Breath Edge, ein bisschen mehr... Spaß. Genau, meine Haut ist zu weich. Nachrichten. Oh Gott. Ach, das sind die Nachrichten, die wir eben hatten. Aufgaben. Finde eine Sprechanlage oder werde depressiv. Ja, okay, das werden wir noch irgendwie hinbekommen. Babe. Sonstiges. Ja, okay. Essen, Ausrüstung, Geriss. Ausrüstung, guck mal hier. Erweiterter Raumanzug. Der erweiterte Raumanzug ist derselbe wie der normale Raumanzug, mit Ausnahme der Bleilackierung für eine größere moralische Unterstützung gegen Strahlung. Nicht während der Schwangerschaft verwenden. Wenn du in der Schule keine Physik lernst und spezielle Blei... Was? Ach, Antennen an den Helm schraubst, könnten sie dir helfen, dich vor Strahlung zu schützen. Allerdings... wird dickeres Glas noch effektiver sein. Du, VZ, ich weiß es nicht. Wir sind gerade irgendwie zu irgendeinem Boss gekommen, dessen Kumpel uns immer mit einem Rohr geschlagen hat, wenn wir ihn bespuckt haben. Und wir sollten ihm irgendeine Geschichte erzählen. Und jetzt müssen wir die anscheinend spielen. Forschungstisch, okay. Luftschleuse, Stromgenerator, so. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Ich will mal eben hier durch. Shuttle. Vergnügungsshuttle Cryze entwickelt für kurze Weltraumreisen. Mit der Sprechanlage um Hilfe rufen oder depressiv werden. Aha. Okay. Aktivieren wir mal. Achso, ist aktiviert. Okay. Videokassetten? Okay. Gegenstände. Spielzeug, Poster, Notizen, Küche, Druckfoto. Ja. Okay, wir haben ein richtig großes Inventar. Wir tragen noch unseren Raumanzug. Wir könnten hier unseren Raumanzug platzieren. Das möchte ich aber noch gar nicht. Gehen wir uns mal ein bisschen um. Untersuchen, meine Freunde. Raum O, 2012. Ein Bild mit Autogrammen der besten Freunde Großvaters.
Es ist aus der Zeit, als ihre verrückte Bande mit ihren, wie sie es nannten, Weltraum-Odyssee weitermachten, die fast ein Jahr dauerte und sie auf die schwarze Liste der meisten Bars auf bewohnten Planeten setzte. Sie waren wirklich coole Typen. Alle bereits tot. Okay, können wir drehen? Nehmen wir. Oh, hier. Oh, Porträt eines Huhns. Alle Fotoalben zu Hause sind mit Bildern vom Huhn gefüllt. Ein Porträt mit dunklem Hintergrund, ein Porträt mit hellem Hintergrund, eine Masteraufnahme im Regen, ein Foto davon, wie es harmonisch auf einem Stuhl sitzt. Dieses Familienerbstück gehört jetzt mir und ich kann es nicht einmal loswerden, indem ich es jemandem gebe. Okay, dann nehmen wir das mal. War es nicht wert, diesen unsterblichen Vogelblasen ins Gesicht zu blasen, was? Ist egal. Die Schule wollte mich nach diesem Rennen als Sprinter anmelden. An diesem Tag bin ich geflogen. Okay, ja gut. Hast du es nicht ganz als Sprinter geschafft. Ein Foto, es wurde 2 Jahre vor Opas Tod aufgenommen. Dieses Jackett hat ihn überlebt und wird wahrscheinlich auch mich überdauern. Ah ja, 2064 war das wohl. Bora-Blaupause. Großvaters Garage war voll von solchen Blaupausen. Mit ihnen konnte man sogar einen Hamster einen kleinen Hubschrauber für sich selbst zusammenbauen. Achso, da konnte sogar ein Hamster einen Hubschrauber für sich selbst zusammenbauen. Wenn er den Willen und deinen Kreuzschraubendreher hatte. Okay. Neue Blaupause. Bohrer. Untersuchen. Stück Wahrheit. Eine Seite aus der berühmten und einzigen galaktischen Zeitung Stück Wahrheit. Sie erscheint seit langem und zeichnet sich durch Ehrlichkeit, Offenheit, gute Saugfähigkeit und Weichheit des Papiers aus, was sie zu einem unverzichtbaren Stück trashiger Literatur nach dem deftigen Abendessen macht. Sehr schön. Okay, berühmte Autorstellung entpuppt sich als Tarnung für kannibale Streifenhörnchen. Warum ist der Störfaktor ungleichmäßig? Aha, das Geheimnis der Langlebigkeit. Auf Säge, 60% Rabatt. Und hier, Särge, nicht auf Sarg. Eieieiei, okay, ich sollte mir vielleicht mal die Augen putzen. Vampirkatze terrorisiert die Bewohner des Mars. Einen wunderschönen guten Abend, Anubis. Eieiei, Weltraumleihwagen hebt ab. Okay, Aktivisten vom grünen Universum versprechen neue Terroranschläge, wenn das Begraben von Fleisch... Was? Tatsache, Begraben von fleischlicher Art im Weltraum nicht verboten wird. Damit. Aufgrund der Terroranschlags trägt 65% Prozessor. Was? Was? Ausrüstung? Unzureichende Ressourcen? Der ist derselbe wie die Blöde. Werkzeuge. Ach, das sind die Blaupausen hier. Ah, das heißt, das haben wir im Inventar und das würden wir dann im Prozessor herstellen, denke ich mal. Okay. Das ist alles dasselbe. Untersuchen. Da, hier, Zigaretten. Soyuz Brezec. Eine Packung der beliebtesten Zigaretten der ganzen Galaxie mit Urknallaroma. Du kannst damit Lagerfeuer anzünden, Blutflecken vom Hemd entfernen, Zäune streichen und Enten füttern. Rauchen wird nicht empfohlen. Komponenten, Geschenkpapier, Hochglanzpapier, Spezialfilterpapier, die zweite Papierschicht giftiger Klebstoffe, ein Papiergemisch für den Rauch. Erstens, Rauchen verursacht irreversible Gesundheitsschäden, insbesondere wenn sie Ton oder Polystyrol rauchen. Laut Statistik sterben alle Raucher mindestens einmal. Verwenden Sie keine rohen Zigaretten als Nahrung. Rauchen Sie nicht in der Nähe von Kindern, Müttern oder anderen Personen, einschließlich Ihnen selbst. Soyuz Bridge. Immer mit. Packung kippen. Immer gut so. Ei, was ist das für ein Spiel? Atmen, trinken, essen. Genosse, achte auf deine Gesundheit. Was haben wir hier? Das ist der Prozessor. Das heißt also die Werkbank quasi. Okay, verstehe.
Mir ist die Maus ein bisschen zu schnell, also müssen wir mal ganz kurz in die Einstellungen, Steuerung, Empfindlichkeit, so sagen wir mal auf 30 setzen, übernehmen. Und ja, so mag ich das. Ah, scannen. Klette. Du brauchst einen Scanner. Wo haben wir eine Aussicht? Oh, wir haben eine Aussicht. Wir haben eine Aussicht. Wir können uns gar nicht ducken. Oh, ist das blöd. Ausruhen, Bett. Nö, möchte ich jetzt gerade gar nicht. Öffnen. Ah, Container, da können wir ein paar Sachen reinschmeißen. Was hatten wir hier? Stoff, Porträt des Huhns, Razage, Soyuz-Zigaretten. Okay. Erde, Zuhause. Opa konnte nicht ohne Weltraum leben, aber er liebte sein Zuhause sehr, wie jeder Astronaut. Okay, dann ist ja schön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Opa. Mann. Was ist aus Long Dark? Ich muss ab und an mal was anderes tun. Meine Vorstellung von Sternenschiffen in der Kindheit unterschied sich nicht wesentlich von meiner Kenntnis von ihnen heute. Ich habe dieses Meisterwerk mit 6 oder 7 Jahren gezeichnet und bin immer noch stolz drauf. Okay. Mein Großvater. Ich weiß nicht, wann ich es genau gezeichnet habe. Aber ich erinnere mich, dass die Kollegen meines Großvaters sich kaputt gelacht und es Alko-Lenin genannt haben. Stimmt. Sieht aus wie Lenin. Ein bisschen betrunken. Warum er es über sein Bett hängte, ist mir ein Rätsel. Ah ja. Gefahr, Vorsicht. Nee, erstmal muss ich hier reinschauen. Ich wollte schon länger in Brass Angel reinschauen. Ich habe da schon mal so ein ganz klitzekleiner Exkurs reingemacht und der Anfang gefiel mir schon so gut, dass ich das schon die ganze Zeit immer mal und so weiter. Auch Kätzchen. Herrina Carter war mein erstes und letztes Haustier. Er war stolz und brav. Sogar das Huhn respektierte ihn. Was hat das mit dem Huhn auf sich? Warum haben wir eigentlich einen Huhn bei uns? Und warum haben wir eben das Gasleck erst mit dem Huhn gestopft? Und warum kam hinten aus dem Huhn kein Gas raus? Ich weiß nicht, ob die Fragen noch beantwortet werden, aber es ist egal. Schätze ich. Zumindest hat sie mich mehr angegriffen als ihn. Okay. 2030, Mann, kleiner Mann. Also wir heißen Mann, okay. Ich war schon immer gut aussehend, obwohl mein Bart in meiner Kindheit nicht zu dick war. Wurde er im Alter von 3 Jahren besser. Ah ja, okay. 5 Kilo, 13, was? 13,2 Zentimeter? 30, alles klar. Liebe. Ach, Opa mit seinem unsterblichen Huhn. Das Huhn wurde in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Aber sie liebte Opa noch mehr als Würmer, glaube ich. Und Opa erwiderte immer die Zuneigung. Okay, also wir haben ein ewig lebendes Huhn, das von Generation zu Generation immer weitergegeben wurde. Wir haben eine ziemlich geile Ausstattung hier. Da liegt ein bisschen was rum. Wir haben wohl ein bisschen gekleckert und da liegt auch noch ein Bild. Und wir machen erstmal weiter. Eine seltene Ausgabe der Physik in mehreren Bänden. Man sagt, dass derjenige, der alle 50 Bände liest, die Person wird, die alle Bücher gelesen hat. Okay. Physik in 50 Bänden. Oh, schön. Was haben wir denn hier? Davgbier, natürlich. Der billigste Fusel, der von allen Weltraumhunden getrunken wird. Niemand weiß, aus welchem Abfall dieses Material gebraut wird. Dennoch zeichnet sich dieses Bier durch einen angenehm milden Teergeschmack und den Duft von frischem Stachelschwein. Was? Stachel? Schweindung. Okay, also Schweinekacke. Aus. Lecker. Echt geil. Sprechanlage oder werde depressiv, ne? Untersuchen. Zu Hause telefonieren. Unsere Hausnummer. Ich kann es natürlich nicht erreichen. Nun, und es gibt niemanden zum Anrufen. Es sei denn, ich will die Kakerlaken grüßen. Ja, grüß doch nochmal die Kakerlaken, was soll's? Oh, schade, niemand zu Hause. Ups. Brathage. Verbindung mit dem Brathage-Netzwerk herstellen. Fehlfunktion der externen Antenne erkannt. Fehlernetzwerk nicht verfügbar. Sprechanlage sollen wir eigentlich benutzen, ne? Vergiss nicht, das Huhn zu füttern. Ich hab's völlig vergessen. Ja, ist doch klar.
Sommer 2008. Sieht aus wie Indien. Aus irgendeinem Grund habe ich nie gefragt, wo dieses Foto her ist. Ja. Okay. Okay, wir haben die Brechanlage gefunden. Hühnerrülpser. Teuer, ungefiltert, dunkel, geschmacklos und alkoholfrei. Etwas, das von Opa nur wegen seines Labels gewählt wurde, obwohl er es immer geleugnet hat und das Gesicht verzogen hat, wenn er sich an diesem Mist verschluckt hat. Trinke den Traum Hühnerrülpser dunkel. 500 Milliliter, okay. Hühnerrülpser. Tadelloses, was unpasteurisiertes Bier, das 1516 in einem deutschen Dorf seinen Ursprung hatte. Dieses Bier wird wahrscheinlich aus etwas hergestellt, das zur Bierherstellung verwendet wird. Alkohol 0% von Bier und Co. Okay, nehmen wir mit. Kein Stoff setzen. Oh, guck mal, wir können sogar hier auf unser Dings gucken. Ach, eins der letzten Fotos von Opa, der sich bis zu seinem Tod nicht von dem Hut getrennt hat. Er mochte sich selbst hier sehr und ich konnte nicht anders, als dieses Foto in einen Rahmen zu stecken. Also er mochte das Foto sehr. Untersuchen, Zigarettenstummel. Rauchen kann töten. Rauchen im Weltraum kann einen noch schneller töten. Aber nur wenige Menschen lassen sich von einer solchen Kleinigkeit wie einer Sauerstoffexplosion aufhalten. Opa rauchte sein ganzes Leben lang, aber nur in seinem Raumanzug, wo er eine spezielle Art der Filtration und Luftzufuhr konfigurierte. Schlau. Alkohol. Neue Blaupause Alkohol. Alkohol verbrennt gut, tötet Bakterien, wärmt den Körper oder wärmt Bakterien auf und was? Tötet den Körper. Hier haben wir eine Videokassette anlegen. Wir haben keine Videokassette. Ne, haben wir keine. Zack. Hi, geil. So, hier liegt doch auch noch was rum. Da ist eine Videokassette. Überlebensleitfaden. Überlebensleitfaden 2024. Ein humorvoller Überlebensleitfaden, aufgenommen von den Freunden von Opa. Sie haben sogar ein paar Aufnahmen aus einem Film herausgeschnitten und dort drauf gemacht. Haha. Ich glaube nicht, dass solche Ratschläge nützlich sein können, aber um ehrlich zu sein, ist diese Situation irgendwie meiner seltsamen ähnlich. Da ist sogar das Huhn. Oh. Ja, keine mir bekannte Videokassette. Nehmen wir, dann haben wir eine Videokassette zum Aufnehmen. Können wir hier nicht hin? Können wir hier drauf? Aha. Okay, hiermit können wir nicht interagieren. Untersuchen, Physik, ach, in 50 Bänden. Wer alle 50 Bücher liest, hat alle 50 Bücher gelesen. Super. Kann ich zumachen? So eine Unordnung hier. Okay, unsere Aufgabe war... wo ist unsere Aufgabe? Ausrüstung, Ressourcen, Essen, Belohnungen, besondere Errungenschaften. Da, Sprechanlage. Mit der Sprechanlage um Hilfe rufen oder depressiv werden. Okay, wir werden es mal probieren. Ich glaube ja nicht, dass es funktioniert, weil es ja eine fehlfunktionierende Antenne. Au! Überprüfe die Antenne. Oh, super. Wir sollen also rausgehen. Warum sollte ich das tun? Wir hängen mal eben unseren Raumanzug auf. Geht das? Yeah. Okay, wir sind ohne Raumanzug. Scheint aber alles soweit in Ordnung. Können wir hier was zu essen herstellen? Essen, Wasser, Ausrüstung. Ressourcen. Unzureichende Ressourcen. Immer noch derselbe Verbundlappen, aber groß. Genäht und in eine schöne Rolle gelegt. Okay, Station, Container, Essen, Ausrüstung. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Das heißt also, wir müssen wirklich raus. Was haben wir denn hier noch? Radio. Hi, ein Space Klo. The waste disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can scan objects flying past the shuttle when the tanks are full. Die Toilette kann Gegenstände einsaugen, bla 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 bla. Ja, können wir nicht nutzen? Ich muss aber mal. Warte mal, da gab es eine Taste für, ne? Warte mal, da gab es eine Taste für. F. Oh.
Okay, ich habe einfach aufs Zur Klo gepinkelt. Ist vielleicht jetzt nicht so schlau, oder? Gut, okay, wir können. Oh, wir machen Kinoatmosphäre, pass auf. Mal einschalten. Videokassette rein. Ich denke, wir haben was gelernt.